Herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf unserem Kanal Coaster & Travel. Die Sonne lacht wieder, es wird langsam wirklich Sommer. Wir sind wieder unterwegs und sind in Nordhessen, nämlich in Frankenberg. Hier ist der Frankenberger Pfingstmarkt hinter uns schon zu sehen. Heute ist Eröffnungstag, wir haben Freitag 17 Uhr. Er hat jetzt schon ein paar Stunden auf. Wir sind hier gerade angekommen und wollen uns hier mal den Pfingstmarkt jetzt genau anschauen. Genau. Der Pfingstmarkt geht noch bis zum 30.05. Heute ist immer großes Feuerwerk zur Eröffnung. Es gibt jeden Tag Highlights. Dienstags zum Beispiel ist Familientag. Und da werden wir mal schauen, was wir so sehen können. Ob wir das Feuerwerk mitnehmen, schauen wir mal. Wir schauen mal, wie lange wir hier bleiben, genau. Was es alles so zu machen gibt. Ich habe gesehen, Airwolf dreht da hinten schon die Runden. Es sind ja wirklich ein paar Attraktionen da, die ich auch unbedingt fahren will. Es steht auch ein neuer Count für uns da. Ein relativ junger SBF-Coaster. Den werden wir auf jeden Fall fahren. Übrigens war der noch gar nicht im Coaster-Count irgendwie gestern eingetragen. Etwas seltsam, aber ich habe ihn zumindest nicht gefunden. Ja, Riesenrad dreht da hinten auch die Runde. Ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal den Besuch. Wir gehen jetzt mal auf den Festplatz und gucken, was uns erwartet. Wir waren übrigens noch nie hier gewesen. Erstbesuch am Eröffnungstag. Los geht's! Wie ihr wisst, essen wir auch sehr gerne auf diesen Kirmessen immer. Und ich hoffe, es wird besser als das letzte Mal in Holland. Also das war echt kaum genießbar. Und ich freue mich auf unseren Oldtime-Favorite Currywurst, Pommes, meinen Fruchtspieß. Und mal sehen, was wir sonst noch alles so zum Futtern finden. Und wenn ihr noch nicht gesehen habt, wie wir uns so kulinarisch ernährt haben in Holland, gerne nochmal den Vlog von der Frühlingskirmes in Arnheim, auch Eröffnungstag, anschauen. Aber jetzt geht's hier mal los. Total idyllisch hier am Wasser, richtig schön. Ja, wir haben jetzt hier den Festplatz erreicht. Auch der Weg war sehr schön. Wir gehen jetzt hier einmal kurz eine Runde, gucken, was alles steht. Fast and the Fury ist direkt hier vorne. Der Count, der Coaster steht da hinten hier. Das Riesenrad. Wir gehen jetzt hier einmal schnell rum, schauen mal, kriegen einen Überblick. Und ja, später wollen wir ja auch noch Freunde treffen, die auch hier sind. Und gucken mal, was dann alles noch so geht heute. In dieser Gasse sind so kleine Stände mit allem möglichen Krims und Krams. Da gehen wir jetzt mal rein. Bevor wir zu den Fahrgeschäften gehen, bist du sicher? Ja, wir schauen jetzt mal, was uns da erwartet. Aber dann zu den Fahrgeschäften. Auf jeden Fall. Gerade hier die Gasse erinnert jetzt schon so ein bisschen an Hochheimer Markt. Da sind ja auch diese Kramstände in dieser einen kleinen Gasse, was heißt klein, die ist ja relativ lang gezogen. Erinnert mich hier total gerade an den Hochheimer Markt irgendwie.
So war doch früher auch mal die Dippemesse, oder? Ja, wirklich ganz, mit den ganz Dippen früher. Halt. Mit den wirklich den tollen Dippen und den ganzen Gewürzen und allem. Ja, das ja. war früher so. Und den Bämbelchen, die man alle kaufen konnte. Und den Dippen, ja. Ja, das erinnert echt, also Hochheimer Markt, frühere Dippemesse, so die ganzen Händler, die hier ihre Sachen anpreisen. Ist auch ganz cool. Und der hintere Teil ist dann wohl eher Fahrgeschäfte, Kirmes. Jetzt werden wir aber hier voll Richtung Kirmesbereich gehen. Hier gibt es, ja, ich würde sagen, zwei Gänge, die man runtergehen kann. Wir haben uns jetzt hier für den Bereich entschieden und werden jetzt mal schauen, was hier für Buden stehen, was für Fahrattraktionen, was wir alles so sehen. Kino. Wow! In wie vielen Dimensionen wird man da wohl sein? Wow, das hier ist mal eine Riesenlosbude. Schau nur, was eine Front. Da möchte ich auf jeden Fall noch Loses ziehen. Das machst du doch sowieso nicht. Ja, auch machen. Da steht extra keine Mieten, also kann man nur gewinnen. Und hier hinter mir ist für Anna schon wieder ein Funhaus. Mal sehen, ob sie reingeht oder nicht. Funhaus, wirst du es machen? Später vielleicht. Erstmal gucken, was es sonst noch so gibt, aber ich merke es mir auf jeden Fall gegenüber hier von dem Autoscooter. Das habe ich mir gedacht. Also so Greifer stehen hier an jeder Ecke. Da gibt es hier auf jeden Fall nicht zu wenige. Wenn jemand gerne mit Greifern spielt, da wäre das hier eine gute Kirmes. Hier
Hier im Hintergrund stehen jetzt schon zwei Highlights. Einmal der Steamer, der noch auf Gäste wartet. Und hier die Family Achterbahn Anthony's Abenteuer. Der Account fehlt uns noch. Bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. Habe ich noch auf keiner Kirmes gesehen. Also hier ist jetzt so der Bereich, wo die ganzen Fahrgeschäfte sind. Da hinten auch Breakdance noch. Ja, ich denke, hier werden wir uns dann später etwas länger aufhalten. Unser kleiner Name Frankenlustigungsanlage in Frankenberg. Hallihallo, Hallöchen. So, Freunde, dann packen wir es an hier. Jetzt geht's nach oben. Erste Stufe, erste Runde. We do it. Let's go. Let's go. Let's go. Also hier ist jetzt Anthony's Abenteuer, ja. Ist im Endeffekt eine Raupe, nur halt mal anders gestaltet. Kein Big Apple mit Apfel und Wurm, sondern hier eben Anthony, was auch immer es für ein Tier ist, wie so eine Seeschlange. Ja, sieht ganz fresh aus, sieht schon gut aus. Werde ich später auf jeden Fall noch fahren. 4 Euro kostet hier eine Fahrt. Im Hintergrund ist jetzt noch der Breakdance, wird auf jeden Fall auch später gefahren. Mal sehen, ob der so extrem ist wie der in Holland. Ich denke eher nein. Und was machst du hier so? Ich wollte mir eigentlich einen Fruchtspieß kaufen. Aber es ist ein rosa Schweinchen geworden. Oh! Sehr cool! Und hier ist jetzt auch noch Pirates Adventure, auch noch so eine, ja, so eine Art Laufhaus. Wusste ich gar nicht, dass hier noch so eins ist. Das ist jetzt eine Überraschung. 4 Euro kostet es, auch ganz cool gestaltet von außen. Weiß ich gar nicht genau, was es alles hat, was es bietet. Habe ich noch nicht gemacht. Sieht auf jeden Fall sehr spannend aus. Das Pool haben wir auch noch nie gemacht. Wird wahrscheinlich auch ein Erstbesuch werden heute. Thank you.
Und hier neben Pirates Adventures ist jetzt noch das Highlight, der Airwolf. Letztes Mal eine Dippemess gefahren, jetzt ziemlich sicher hier, der wird nicht ausgelassen. 6 Euro kostet hier eine Fahrt, letztes Mal ging es über 6 Minuten lang, also schon ein geiles Teil. So, herzlich willkommen an Bord, dann wollen wir mal. Ready for Teddy. Einzigartig, Boarding Time am Airwolf. Ah, komm. Jetzt geht's los! So, ganz sauber angekommen, hallihallo, hallöchen! Na komm, Action! Bitte kommt mal ein, checkt mal ein, seid mal mit dabei hier. Leute, Leute, wir stellen euch alle auf den Kopf. Ja, jetzt sind wir einmal rund gelaufen. Jetzt stehen wir hier wieder am Riesenrad, wo wir hier eben reingekommen sind. Also ist auf jeden Fall schon gut angenommen hier das Fest. Schon gut besucht und die Attraktion finde ich auch relativ cool. Also geiles Line-up. Der Airwolf hier, Breakdance, der Count, Pirates Adventure, Fast and the Furious. Also es gibt hier wirklich schon einiges zu machen und zu tun. Der Steamer noch. Ich denke, das wird heute ganz gut. Wir werden bestimmt heute was fahren. Falls nicht, morgen sind wir vielleicht auch noch zumindest nachmittags da. Aber ich denke, das wird heute schon ganz gut werden. Festplatz ist jetzt nicht der größte, aber ist auf jeden Fall dicht gestellt und einiges zu machen hier. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt erstmal Hunger. Vielleicht gehen wir noch mal ganz entspannt jetzt drüber und gucken auch noch mal nach was zu essen. Anna hatte ja schon ihren Fruchtspieß. Greifer gleich mal genutzt und kein Glück. Nein, ich mach's nicht nochmal. Nein. Also ein Versuch noch. Einen. Aber das. So wird aus einem Versuch mindestens der dritte.
wieder in die falsche Richtung gefahren. Nein. Aus, aus, aus. Hier steht übrigens jetzt noch Fast and the Furious. Letzte Runde, letzte Runde, Endspurt-Finale. Ja, so hier in der Mitte genau von dem Festplatz ist auch noch so eine Almhütte. Hessenscheune Aurelia, da gehen wir jetzt mal rein und essen erstmal was. Sieht richtig cool aus, richtig wie im Allgäu. Wir machen heute mal was Abgefahrenes, keine Currywurst-Pommes, sondern wir haben gesehen, dass es hier Gyros gibt. Und das werden wir heute mal nehmen, weil da haben wir echt Lust drauf. Pommes, das Gyros dauert jetzt noch mindestens eine Stunde in der Zubereitung und das schaffen wir nicht. Wir haben Hunger. Ja, echt schade mit dem Gyros, aber eine Stunde warten, das bringt jetzt echt nichts. Also, absoluter Klassiker heute wieder. Currywurst Pommes. Aber es ist ein cooles Ambiente. Da hinten ist jetzt noch Live-Musik. So ein Trompeter geht hier noch durch die Reihen, wenn er auch ein bisschen laut ist. Aber finde ich ganz cool. Richtiges Alm-Feeling hier. Ja, ist ganz tolle Stimmung. Aber jetzt wird gegessen. Erste Fahrt heute, Music Express. Also erstes Fahrgeschäft heute war der Music Express.
Ging fast 7 Minuten, war relativ lang, war richtig cool. Und jetzt sitze ich hier auch schon im nächsten, nämlich Flying Swing. Schöner Klassiker. Direkt gegenüber vom Music Express. Wird jetzt direkt auch nochmal mitgenommen. Da hat man die beiden Klassiker schon mal abgehakt. So, 2 Fahrgeschäfte haben wir jetzt schon gemacht. Wir gehen jetzt nochmal nach da hinten Richtung Breakdance und dem Count. Wobei wir den vielleicht sogar morgen machen, mal schauen. Aber es ist mittlerweile gut voll geworden hier. Ordentlich was los, wird also echt gut angenommen. Die ganzen Gänge haben sich richtig, richtig gefüllt jetzt zur Abendzeit. Ja, ich glaube, jetzt sind wir hier wieder an der Losbude angekommen. Wolltest du nicht Lose ziehen? Doch, das machen wir jetzt auch. Ja? Ja, wir gewinnen auch hoffentlich was. Irgendwas, ein Trostpreis? Ich hoffe, was Großes. Okay, also wir gehen jetzt an diese riesen Losbude und werden noch mal Lose ziehen. Übrigens haben wir gerade den Breakdancer zugeschaut. Die Fahrt war ziemlich schwach. 2 Minuten 50 ist er gefahren. Das finde ich doch, etwas kurz. Der Steamer sieht cool aus, den will ich auf jeden Fall heute noch fahren. Und wir haben jetzt übrigens auch beschlossen, dass wir morgen hier auch nochmal herkommen. Zwar nicht abends, aber nachmittags. Und da werden wir den Kiddy Count dann fahren am Tag und wahrscheinlich das Pirates Funhouse noch machen. Das heben wir uns dann wahrscheinlich für morgen auf. Frankenberg hat sogar Street Entertainment hier. Wow, schaut mal. Also das Street Entertainment hat uns jetzt hier gerade ein bisschen abgelenkt. War richtig cool. Die haben mich dann noch angesprochen, ob ich ein Foto machen kann, wo alle in einer Reihe stehen. Das haben wir gerade noch gemacht. Ist richtig cool. Die stehen halt auf so Stelzen, cool kostümiert. Und ja, ist auf jeden Fall eine Abwechslung. Sieht man nicht auf jeder Kirmes. Fand ich super. Jetzt gehen wir aber wirklich zur Lose. Lose! Ich hoffe doch auf Gewinne. Wir werden es sehen.
Anna übertreibt es direkt mal wieder. Also 33 Lose werden hier gekauft, das größte Paket. Na, da hoffe ich mal, dass da was dabei ist. Die roten Sterne zählen 2000 Punkte, dann gibt es die große Gewinner. Jeder rote Stern 2000 Punkte, dann gibt es eine weitere Auswahl. Also da muss ja wohl was dabei sein. 33 Lose, wir brauchen Gewinne. Ja, jetzt geht's los. Zahlen wir schon, dass viel mehr Punkte nachgeht, umso größer der Gewinn. Die blauen, gelben und roten Sterne haben also getroffen gewinnen. Ja, die Ausbeute war ernüchternd. Wir haben 255 Punkte gesammelt, ganz viele grüne 5er Punkte und ein paar lila. Aber wir gucken mal, was wir jetzt dafür bekommen. Also diese Blühstiere kosten 2000. Das sind wir weit von entfernt. Naja, aber vielleicht gibt es was Kleines für uns. Also es hat für einen Trostpreis lange gereicht. Das ist kein Trostpreis. Das ist ein wunderbarer Hauptgewinn. Eine riesige Schlange. Ja, also wie gesagt, wir hatten jetzt uns entschieden, dass wir morgen hier nochmal nachmittags herkommen, weil wir sowieso in der Nähe sind. Dann fahren wir noch ein paar Sachen. Airwolf würde ich ganz gerne heute noch fahren, nur Anna will nicht. Nee, ich setz aus. Kein Airwolf. Nein, kein Airwolf. Kein Airwolf. Also suche ich jetzt jemanden, der mit mehr Airwolf fährt. Und ja, vielleicht noch den Steamer, aber mehr glaube ich heute nicht. Rest folgt dann morgen. Jetzt ist auch nur noch eine Stunde etwa bis zum großen Feuerwerk. Das wollen wir uns auch noch anschauen und uns da noch einen guten Platz sichern. Aber so eine Fahrt Airwolf, ja, vielleicht schaffe ich es noch. Es ist sehr, sehr voll. Da steht eine riesen Schlange mittlerweile.
ihr habt's gepackt, Leute. So, jetzt stehen wir hier und haben uns platziert fürs Feuerwerk. Wir werden jetzt gleich mal gucken, in einer Viertelstunde geht's los. Soll so 12 Minuten gehen, soll ganz cool sein. Ich hoffe, dann gehen hier noch alle Lichter aus. Eben sind wir dann nochmal Airwolf gefahren. War richtig, richtig cool. Ganz hinten rechts außen gesessen. Geiles Programm, fast 6 Minuten gefahren. War schon echt wieder intensiv. Also ist schon ein einzigartiges Teil. Onride kommt auf jeden Fall noch, wenn es nicht schon da ist. Also gerne mal reinschauen. Und jetzt gucken wir, dass Feuerwerk losgeht. Wie gesagt, ist sau voll. Die Leute stehen hier schon alle. Aber lohnt sich bestimmt. Also die letzte Fahrt des Tages wird jetzt nochmal Fast and the Furious. Nochmal im Dunkeln, auch geil beleuchtet, haben wir noch nicht gemacht. Laufen wir jetzt erstmal hin. Mittlerweile ist es so abartig voll hier, aber ist ganz cool. Also coole Stimmung. Und Fast and the Furious heute letzte Fahrt des Tages für uns. Hier immer noch mehr. Das geht noch viel, viel, viel lauter. Also wollt ihr noch mehr? Das, was ich will, sie ist gefährlich. So, dann wollen wir mal. Zeit für gute, noch bessere Laune. Es geht los. Ja, so ist es eben.
Ja, mittlerweile haben wir nach 12, die Zeit verrennt hier. Wir waren schon mittags hier, also ja, doch, es war nachmittags, kann man sagen, aber richtig cool. Was halte ich in meiner Hand? Mitternachtssnack, ein Langosch, wie immer, schmeckt einfach immer geil. Ja, wir sind eben noch vor einiger Zeit vor dem Feuerwerk den Airwolf, wie gesagt, gefahren. Das Ding ist einfach nur geil. Gerade jetzt im Dunkeln, ich gucke gerade wieder drauf, sieht so fett aus mit dem Nebel, die Scheinwerfer an der Seite. Das ist einfach nur eine geile Attraktion. War auch richtig intensiv, geil gesteuert, also richtig, richtig cool. Auf keinen Fall den verpassen. Dann das Feuerwerk war okay, fand ich, ging 13 Minuten. War so ein bisschen zweigeteilt, immer so ein bisschen unten diese paar Raketen, dann wieder oben. Aber alles in allem fand ich es ganz okay, war ganz cool, ging ja auch eine Weile lang. Also ja, Feuerwerk kommt auch nochmal separat hier auf dem Kanal, das Video. Danach Fast and the Furious gefahren. Ja, ist ganz nett, etwas sanft, würde ich sagen. Es ist also nicht so der intensive Ride. Hat mir nicht so sehr gefallen, aber macht schon Spaß. Gerade so um den Abend ausklingen zu lassen, nach dem Airwolf, war es schon okay. Hat schon Spaß gemacht. Und ja, damit beenden wir das jetzt hier mit dem Mitternachtssnack. Aber der Vlog läuft noch weiter. Wir bleiben jetzt hier heute Nacht in der Nähe. Morgen geht es weiter. Ist ja noch der Kitty Count, Pirate Adventure. Es sind noch ein paar Sachen, die wir fahren wollen. Das heißt, heute wird der Vlog hier weiterlaufen und morgen früh sehen wir uns dann wieder bei Sonnenschein hoffentlich. Hallo zu Teil 2 zu unserem Video vom Frankenberger Pfingstmarkt. Wir stehen wie angekündigt wieder hier bei strahlendem Sonnenschein und wollen heute noch unsere Tour hier fortsetzen. Wir haben ja noch den kleinen Coaster auf dem Programm, den Steamer wollen wir noch fahren. Und Pirates Adventure. Genau, das auch. Kenne ich nämlich noch gar nicht. Also es gibt noch einige Sachen zu tun, die wir hier machen wollen. Und da wollen wir uns nochmal hier den Markt anschauen, uns nochmal treiben lassen. Genau, und dann setzen wir unsere Tour jetzt fort. Ich denke, wir bleiben so bis frühen Abend. Jetzt haben wir genau 12. Da hinten sehen wir schon, es geht schon richtig rund. Also nichts wie hinter, aber ja, ein paar Stündchen bleiben wir noch hier. Gestern Abend war richtig, richtig cool, aber erzählen wir später nochmal. Jetzt geht es erstmal noch aufs Marktgelände und ja, wie du gesagt hast, sind noch einige Sachen zu machen und wir wollen uns auch wieder mit Freunden hier treffen und ja, wird richtig cool. Also, Sonnenbrand ist übrigens auch schon vorprogrammiert. Das ist ja keine Wolke am Himmel, nix, gar nix. Also, los geht's, wird ein guter Tag. Wir sind wieder da. Hier dreht schon der Airwolf fleißig seine Runden. Der sah natürlich gestern im Dunkeln mit dem Nebel und der Beleuchtung einfach nur mega aus. Aber jetzt hier bei Sonnenschein sieht er auch geil aus. Alles an vom Schau, letzter Schwung, letzter Schuss hier. Hier stehen mittags schon richtig viele Leute an, hätte ich gar nicht gedacht. Aber ist halt eher was für Familien, die mittags herkommen. Ist aber eine Überraschung.
Also die erste Fahrt des Tages wird hier Anthonys Abenteuer, die Achterbahn. Der Count, der uns tatsächlich noch fehlt. Ich hoffe, er ist in Coaster Count mittlerweile eingetragen. Zumindest hier in Frankenberg war er nämlich vor 2 Tagen noch nicht. Aber ja, sieht auf jeden Fall cool aus. Relativ schön neu angelegt, neu thematisiert, neu gestrichen. Der Wagen auch mal anders als die übliche Raupe. Ich bin mal gespannt, wie sie fährt. Wir holen uns jetzt erstmal Tickets. Eine Fahrt kostet 4 Euro. Also wir sitzen jetzt hier in Anthonys Abenteuer, dem SBF Coaster. Ich bin mal sehr gespannt, wie viele Runden er fährt. Die Musik ist schon sehr gewöhnungsbedürftig. Und reinpasst man hier so gut wie überhaupt nicht. Naja, was man nicht alles für einen Count macht, oder? Wir kommen jetzt gerade hier aus Anthonys Abenteuer, also es ist wirklich eine nette Kinderbahn. 3 Runden ist sie gefahren, fährt eigentlich wie die meisten Raupen, noch relativ fresh, hat auch Spaß gemacht, hat nicht geruckelt. Etwas schade, dass es keinen Indoor-Bereich gibt, also zum Beispiel so einen großen Apfel oder irgendwas, wo man durchfährt. Das finde ich immer relativ cool, aber auch so sieht sie halt noch relativ neu aus, relativ gut. Ja, in der Seeschlange zu fahren, das habe ich auch noch nicht gemacht. Was sagt Anna dazu? Also ich fand es auch niedlich, war wie immer, hat Spaß gemacht, ist goldig. Und ja, ich bin auch noch nie in der Seeschlange gefahren und Anthony ist niedlich. Ja. Also für die Counter auf jeden Fall Empfehlung raus. Wir haben jetzt die ganze Zeit überlegt, ist Anthony eine Seeschlange oder ein Wasserdinosaurier? Ich bin eher Wasserdinosaurier, aber Andreas meint Seeschlange. Das stimmt nicht. Mittlerweile bin ich auch für einen Saurier. Ich dachte nur erst eine Seeschlange. Schreibt's doch mal in die Kommentare. So, komm, alles klar, da geht noch viel mehr Action. Ja, jetzt sind wir nochmal Airwolf gefahren. Richtig heftiges Fahrprogramm hier auch zur Mittagszeit. Also nicht nur abends krasses Programm, auch mittags. War richtig, richtig cool. Der Jan hat es echt gut gesteuert. Jetzt stehen wir hier. Wir stehen in der Hessenscheune Aurelia und haben hier ganz lecker gegessen. Wir haben lecker Freibier bekommen und war tolles Mittagessen, hat uns richtig gut gefallen. Ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Hier ist Live-Musik, macht richtig Spaß. Also hier ist echt tolle Stimmung. Also wenn ihr irgendwo nett einkehren wollt, dann unbedingt hier Hessenscheune Aurelia. Wirklich cool, wir haben Pizza gegessen, Schnitzel, es gab Getränke hier. Der Chef hat sich bei uns noch an den Tisch gehockt, gequatscht. Richtig coole Empfehlung. Also hier, wenn ihr irgendwo sitzen wollt, was lecker essen wollt bei Live-Musik, unbedingt hier gucken, Hessenscheune Aurelia. Tipp geht auf jeden Fall raus. Als nächstes steht jetzt noch der Steamer auf dem Programm. Haben wir ja auch gesagt. Kitty Count ist jetzt schon eingesagt. Airwolf gerade noch mal gefahren, muss immer sein.
Steamer fehlt noch und Pirates Adventure. Nach unserer Pause hier werden wir jetzt erstmal vor Richtung Steamer gehen. Und wir sind voll Richtung Steamer. Ich sehe ihn schon hier fahren. Bin mal gespannt, bin ich noch nie gefahren, wie der sich fährt und wie intensiv er wird. Auf jeden Fall mal spannend, hier einzusteigen. Wir kommen hier gerade aus dem Steamer. Das war ja die Erstfahrt für uns. Das war ein richtig krankes Teil, sau intensiv. Wir saßen da jetzt auch mit Freunden, drei GoPros nebeneinander. Der hat extra aufgedreht, extra Gas gegeben, super lange Fahrt, knapp 7 Minuten und dann noch so intensiv. Also das war echt, oh, fand ich eines der krassesten Fahrgeschäfte hier. Super, super intensiv. Wirklich krass. Also wenn ihr mal wirklich ein geiles Ding fahren wollt, hier in den Steamer einsteigen. Fand ich sogar noch intensiver als den Airwolf. Richtig krass. Und dann ging es nicht nur mir so. Also, echt cool. Also nach dem heftigen Steamer geht es jetzt nochmal zum Scheibenwischer, die X-Factory. Es war nur ein kleiner, aber wir gucken mal, ob wir da auch rein dürfen. Kommen wir gerade aus dem Scheibenwischer X-Factory. Ja, ist ganz cool gefahren. Fährt in die Richtung, fährt in die andere Richtung, fährt wieder in die Richtung, hört auf. Ja, nichts Besonderes, aber ist auch einfach nur angenehm gefahren. Also hat nicht an der Seite zu sehr gedrückt oder so. Die haben so coole Sitzschalen. Damit ist eigentlich ganz cool. Hat Spaß gemacht. 4 € kostet hier eine Fahrt. Finde ich voll in Ordnung. Die anderen sind jetzt gerade noch auf Big Splash der Wasserbahn. Da setze ich jetzt gerade mal aus, denn weiß nicht, dieses Standard-Layout bringt mir nicht so viel. Da gucke ich gerne nur zu. Dann fehlt für heute immer noch Pirate Adventure. Da bin ich echt immer noch gespannt, was das so für ein Funhouse wirklich ist. Also das nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Und ja, dann haben wir echt bald eigentlich alle Fahrgeschäfte durch.
Und hier stehen wir jetzt vor der letzten Attraktion, Pirates Adventure. Am Funhouse nehme ich mal an, obwohl da ja steht, kein Spiegellabyrinth, keine Geisterbahn, 7 interaktive Räume. Ich bin mal gespannt. Ich hole mir jetzt hier erstmal ein Ticket, 4 Euro kostet es, glaube ich, und dann schaue ich mal, was ist da wirklich drin. Jetzt stehen wir hier und warten. Chips sind vorhanden, 4 Euro wie gesagt. Von außen sieht es hier richtig cool aus, geil thematisiert. Ich bin wirklich mal gespannt, was jetzt hier passiert. Keine Ahnung, aber von außen so die Thematisierung gefällt mir schon mal wirklich sehr, sehr gut. Jetzt sind wir aber
so viel noch gefahren. Also erstmal zu Pirates Adventure. Finde ich ein richtig cooles Funhaus eigentlich. Hatte halt diese Räume. Ich will nicht so viel verraten. Wackelt mal der Boden, ein bisschen was bewegt sich, ein paar Schreckmomente. War ganz cool, ein bisschen was mit Wasser. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht und war mal ein anderes Funhaus. Also da würde ich sagen, waren die 4 Euro echt gut angelegt. Danach sind wir nochmal Skywolf gefahren, Air Control. Das Ding ist einfach nur geil und hat richtig aufgedreht. Wir haben wieder hinten gesessen, war richtig cool. Und dann jetzt zum Abschluss noch eine Runde Music Express. Der Klassiker überhaupt, hat auch Spaß gemacht. Ja, wir sind jetzt alles gefahren eigentlich und sind hier durch. Ich glaube, wir gehen jetzt noch hier mal eine Kleinigkeit essen und dann war es das hier langsam mit dem Besuch. Wir sind jetzt auch schon wieder 5 Stunden hier auf dem Festplatz und haben heute echt nochmal Gas gegeben. Richtig, richtig viel gemacht. Also die intensivsten Attraktionen waren wirklich Airwolf und der Steamer. Das waren wirklich die krassesten. Und die anderen haben aber auch super viel Spaß gemacht. Also war schon mal fahrtechnisch sehr, sehr erfolgreich. Geiles Wetter. Langsam füllt sich's auch wieder. Viele Leute hier. Richtig, richtig cooles Pfingstfest. Unseren heutigen Tag und den Tag davor hier auf dem Frankenberger Pfingstmarkt. Wir hatten eine total schöne Zeit. Es ist wirklich eine total charmante Kirmes mit ganz vielen tollen Attraktionen, tollen Fahrgeschäften, tollem Essen. Wir haben die Zeit richtig genossen. Es hat richtig Spaß gemacht. Wir waren noch lange jetzt da, wenn ich es mal so sagen darf. Jetzt ist 7:30. Wir waren um 12 da. Wir wollten eigentlich schon lange fahren. Wir hatten mega Wetter. Also wir hatten wirklich eine ganz tolle Zeit. Wir haben viel gemacht. Das Line-Up war super mit Airwolf, dem Steamer und vielen anderen Sachen. Also wir haben hier alles wirklich ausgekostet. Wir hatten sogar die Chance, hier mit dem Marketingleiter noch kurz zu sprechen. Also das war wirklich ein super erfolgreiches Wochenende für uns hier. Ja, da schließe ich mich an. Hat mir auch richtig gut gefallen. War ein toller Erstbesuch mit 2 Tagen. Und die haben sich auch wirklich gelohnt. Ja. Wir haben die voll ausgekostet. Heute Abend ist jetzt noch Ballonglühen. Machen wir aber jetzt nicht mehr mit. Schauen wir uns nicht an. Wir waren jetzt wirklich lang genug hier und haben wirklich eine tolle Zeit gehabt. Ich fand den Airwolf geil. Sehr, sehr oft gefahren. Ich glaube, 5 Mal insgesamt. Steamer war auch sehr heftig, aber auch die anderen Attraktionen. Wir haben alles hier gemacht, alles gefahren. Die On-Rides oder Off-Rides kommen dann auch noch. Und ich finde, es hat sich richtig gelohnt. Wir hatten ein ganz tolles Wochenende hier. Nächstes Jahr sind wir wieder dabei, würde ich Fall. Sagen. Ist auf jeden Fall geplant. Ja, nächstes Jahr auf jeden Fall wieder. Also das war wirklich sehr überraschend hier. Hat richtig, richtig gut gefallen. Ist auch toll organisiert, muss man auch mal sagen. Ja. Also auch hier vom Marketing wird einiges gemacht. Also wirklich, wirklich cool. Ja, das war jetzt hier unser Vlog. 2 Tage in einem Video zusammengefasst. Schreibt doch mal, wie ihr es hier so fandet oder ob ihr nächstes Jahr plant herzukommen. Wir können auf jeden Fall es nur empfehlen. Das war's jetzt hier. Gerne ein Abo dalassen, wenn euch das Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Ciao.